Das war ein tolles Erfolgserlebnis. Die Werwölfe haben wir geheilt. Jetzt haben wir halt nur noch das Problem mit dem Herrn Tobias. Aber ich denke mal, das wird sich schon finden. So. Was machst du hier, Schaf? Der Herr Darko. Habe ich jetzt eigentlich noch Geld dabei? Ja, 8 Münzen. Das reicht für neue Sandwiches. Okay, die Magier machen ihr Ding. Nein, dann nehme ich lieber die Eisen. Hält zumindest ein bisschen länger, glaube ich. Doppelt so lang, glaube ich. Ja, gut. Hi. Hallo, warum ist das leer? Weil ein gewisser Herr das gerade aufgekauft hat. Ja, das war bei mir vorhin auch der Fall. Ich habe zu doll drauf geklickt und da kam auf einmal alles raus. Oh. Ich seh's. Aber die sind lecker, die können sie gern öfters verkaufen. Ich werde noch mehr davon produzieren, mir fehlt eine Zutat, ich weiß bloß gar nicht was. Stellen Sie sich mal da rein und klicken Sie auf das Skelett. Au! Oh, das ist aber gut gegen Einbrecher. Ich will das irgendwie probieren zu automatisieren, aber noch habe ich keine Ideen. Also, dass man nicht per Hand hier drauf drücken muss, weil bis das irgendwie genug Schaden macht, hat der mich schon dreimal gehittet. Okay. Ja, Sie sind ja unser Technik-Erfinder. Ja. Das dauert dann noch. Genau, alle drei Sachen sind da drin. Ich kann sie zwar auch rausholen oder sie kaufen sich einfach. Nee, hier drin. Wo? Im Automaten. Hä? Ach, hier. Ja, gut, da muss ich jetzt erstmal schnell Geld holen gehen. Ja, wahrscheinlich. Ich bin gleich wieder da. Geld. Genau. Ich hatte doch hier noch irgendwo was. Hallo? Wo ist mein Geld hin? Wo ist mein ganzes Geld hin? Das ist jetzt seltsam. Hier sind auf jeden Fall meine Flaschen. Ich glaube, wir haben einen Dieb in der Stadt. Ja, jetzt muss ich erst mal mit dem dahin gehen, was ich hier habe. Ich kann höchstens noch mal meine Automaten durchsuchen. Da hat mich jemand um mein Geld gebracht. Eins. Uff. Okay, das kann ich mir dann nicht noch leisten. Leider brauchen Sie das, damit Sie überhaupt das Windrad aufstellen können. Ja, ich... Falls Sie Fragen später bei der Installation haben, ich helfe Ihnen dann. Ich muss sowieso mal gucken, weil irgendwie ist mein ganzes Geld verschwunden. Hä? Ja, ich hatte, 2 Stapel Iron Coins und ein paar kleine und die sind irgendwie komplett weg. Also ich hatte einen ganzen Stapel bei mir in den Kisten. Das ist weg.
Ja, ich muss mal gucken gehen. Nicht, dass jemand bei mir heimlich in mein Haus geht. Ich muss mal mit dem Herrn Ramon reden. Hallo, Herr Ramon, darf ich reinkommen? Ich bin ja schon drin. Kennen Sie jemanden in der Stadt, der vielleicht Geldmangel hat und alles dafür tun würde, um an Geld zu kommen? Ja, die einzigen, die ich jetzt wüsste, ist eventuell, wenn man von Teufel spricht. Der Herr Olaf, also okay, kommen Sie mal bitte rein. Und Melvin. Wie hat dem Herrn Melvin... Ist knapp bei Kasse, hat aber er gesagt. Dem Herrn Melvin traue ich das nicht zu. Denn ich wollte gerade beim Herrn Darko meine Bestellung abholen. Bin in mein Haus oben gegangen, wollte an mein Geld und mir fehlt ein ganzer Stapel Iron Coins. Haben Sie vielleicht was damit zu tun? Ich bin vieles. Ich bin tollpatschig. Ich bin der schönste Mann der Welt. Ich bin richtig sexy. Aber ich bin irgendwie diebisch veranlagt. Also, das brauchst du mir nicht zu unterstellen. Nee, es war ja nur eine Frage. Ja. Na, und Ihrem Meister traue ich das nicht zu. Schon mal in Backpacks geguckt? Ja, da in dem einen sind... Gib mal her. In dem einen sind nur Kirschen und ich werde ihm nicht meine Backpacks geben. Und in den anderen sind nur meine 17 Münzen drinne, die ich jetzt noch übrig hatte vom Einkaufen. Also gibt es hier auf jeden Fall jemanden, der schnelle Finger hat. Wie gesagt, wenn Ihr Meister mit dabei ist, denn Sie ja, verzaubern mich ja gern einmal. Das ist nicht verzaubern. Na. Herr Olaf. Nicht in meinem Haus. Und nicht gegen die Stadtwache. Das hat Ihr Meister selbst gesagt. Ich habe ja auch nicht gegen Sie, sondern gegen die Dunkelheit. Sondern gegen die Dunkelheit. Sondern gegen die Dunkelheit. Also, Herr Olaf. Einmal noch, bitte. Sondern gegen die Dunkelheit. Es funktioniert nicht. Ist Ihnen das schon mal ausgefallen? Ja, hat geklappt. Herr Olaf, also. Bleiben Sie bitte beim Herrn Melvin in der Nähe. Ja, er kann wenigstens zaubern. Ich kann auch zaubern. Oder Sie kriegen nochmal so einen leckeren Trank. Okay. Ja. Gut, tschüss, Herr Ramon. Ich kann mir nicht mehr solche Verkaufsautomaten holen. Da habe ich auch nur noch einen. Aber ich kann das Ding hier wegschaffen gehen. Okay, jetzt... Hallo, wer bist du denn? Na, mit dir kann man nichts machen, schade. Hier, hallo, ich habe deine Box gefunden. Was kriege ich denn dafür? Ui, was habe ich denn jetzt alles bekommen? Das? Noch irgendwas? Ah, ich habe Geld. Boah, ich habe wieder ein bisschen was an Geld. Cool. Ja, danke dafür. Ne, euch benutze ich nicht. Ich gehe lieber zu Fuß. Das macht mehr Spaß. Entschuldigung, Fräulein Sissi. Ja. Ich habe hier was, oder ich sag mal so eine wichtige Zutat, die ich für was Bestimmtes brauche. Ich habe davon allerdings nur noch zwei. Kennen Sie eine Möglichkeit, wie man das vermehren kann? Ich habe das schon mal gesehen, aber ich meine, ich bräuchte dafür so eine besondere Erde, die man auch da kriegt, wo man die normalerweise herbekommt. Okay. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die heißt. Ja gut, da muss ich mich mal weiter umgucken. Genau, das gerne einschmelzen. In Barren.
Ja. Oh, das ist eine Wohltat für das Popöchen. Was? Hey! Das ist kein Spielzeug. Ich wärme mir nur den Hintern auf. Ja, lass ihn doch, lass ihn doch. Er wird schon merken. Nee, jetzt wird's mir zu warm. Herr Dago, ich habe eine ganz große Bitte an Sie. Haben Sie noch so eine Verkaufsautomaten, gerade zufällig? Nein, sonst wäre er im Verkauf. Mist, ich brauche ganz dringend 3 Stück. 3? Ja. Wir quatschen nicht, Tobias. Herr Ramon, ich komme gleich wieder. Alles klar. Ja, gleich, Herr Ramon. Warum rennen Sie durchs Haus, wenn Sie hier an der Seite vorbeilaufen können? Weil ich dusselig bin. Das haben Sie gesagt. Okay, ich gehe mal kurz gucken, was der Herr Ramon von mir möchte. Da ist das ganze Brot hin verschwunden. Ja. So. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich von Ihnen wollte. Ja, Mensch, das okay. Geht mir manchmal genauso. Ja, 1, 2, 3, 21 Münzen. So, bitteschön. Bis später. Mütze. Brust. Das müssten jetzt überall 6, 7 Stück drin sein. Nein, hier noch nicht. Hier machen wir jetzt 7 rein. Und hier fehlt noch eine. Cool.